Genio hat mein Leben positiv verändert. Ich bin nicht mehr erschöpft tagsüber, ich kann meinen Aktivitäten nachgehen. Ich bin ausgeglichener, glücklicher. Mein Name ist Susanne Leupin, ich bin 60 Jahre alt. Ich habe obstruktiven Schlafapnoe-Symptome seit ungefähr 2016. Diagnostiziert wurde sie jedoch erst 2018. Ich war sehr müde tagsüber, ich war erschöpft. Ich hatte Mühe, meiner Arbeit nachzugehen, körperlich und geistig. Mein Mann konnte nicht schlafen. Er sagt immer, er muss mich wecken, ich atme nicht. Ich habe ihm das nicht geglaubt. Und mit der Zeit wurde sein Druck immer größer, dass ich dann das abklären ließ. Und man hat festgestellt, dass ich obstruktive Schlafapnoe habe. Man hat mir eine Zahnschiene angeboten, das ging allerdings nicht. Und dann kam die CPAP-Maske. Diese habe ich ausprobiert 2 Monate und es ging so schlecht, ich habe sie in der Nacht ausgezogen, ohne dass ich sie bemerkt habe. Der Druck in meinem Gesicht, es war für mich äußerst störend, diese Maske. Ich konnte sie nicht tragen. Schlafapnoe ist ein Tabuthema. Wenn man müde wird tagsüber, seinen Aktivitäten nicht mehr nachgehen kann und einfach nicht mehr mag und man sagt, man hat Schlafapnoe, dann wird man schon schräg angeguckt. Ich habe von der Geniotherapie erfahren, als ich aus dem Spital kam und dort ein Aushang, ein Plakat sah, wo man Probanden suchte. Und ich dachte, das ist die Lösung für mich. Das wäre perfekt. Ich kann das nur loben, das ist für mich eine ganz tolle Erfahrung. Ich habe mich wirklich sehr schnell daran gewöhnt. Man kriegt seinen Rhythmus, man klebt das Pflaster auf, man macht sich parat und bevor man noch im Bett liegt, hat man den Knopf schon dran und man schläft ein. Genio hat mein Leben positiv verändert. Ich bin nicht mehr erschöpft. Tagsüber, ich kann meinen Aktivitäten nachgehen. Ich bin ausgeglichener, glücklicher und mein Mann schubst mich nachts nicht mehr. Aus meiner Erfahrung kann ich das nur empfehlen und jeder, der auch solche Probleme hatte wie ich, kann ich das empfehlen, wenn er seinem Körper und sich selbst die Chance gibt, sich daran zu gewöhnen. Und wenn man sich daran gewöhnt hat, dann will man nichts mehr anderes.